Hallo miteinander. Es ist Donnerstagabend um 10 Uhr. Und ich wollte mich jetzt einfach noch kurz melden, bevor am Wochenende das große Wollfest in Hohenlohe ist. Was ihr im nebenan hört, ist noch der Wickler, der sich dreht. Ihr seht es da hinten in der Scheibe auch. Also ich sitze immer noch am Wickler und bin dabei, die letzten Bobbel zu machen. 5 noch, dann habe ich es geschafft. Ich wickel gerade das ist so ein Eisblau mit der Qualität Seite Alpaka als Beilaufgarn. Als Ausblick, es gibt ganz viele kleine Bobbles bei mir in, ich glaube, 20 oder 25 verschiedene Farben. Über ganz Ostern sind die entstanden. Ich angel mal, wenn ich kann, weil ich ja nebenher wickeln und Faden halten muss. Die gibt es zum Beispiel in, zeige ich euch immer den Preis, in Blau mit dem Alpaka-Seide-Gemisch. Also das sind zwei Farbverlaufsgarn und Alpaka-Seide. Die gibt es in einem zarten Rosé, die gibt es in einem Grau, in einem Lila, in einem Türkis. Genau. Es stehen überall Kisten und es sieht aus wie Ostern, weil überall bunte Eier drin sind. Ja, es gibt auch neue Kreationen an Farbverlaufsbobbeln. Das war jetzt schwierig. Ich habe nicht so viele dabei. Ich habe viele dabei, aber nicht so viele verschiedene. Die meisten sind vierfach. Aber wenn ihr bestellen wollt, nehmen wir mal auch Bestellungen auf in Hohenlohe. Und alle, die in Hohenlohe bestellen und gleich bezahlen, bekommen die Mehrwertsteuer geschenkt. Oder solche Sachen machen wir. Ich bin mächtig aufgeregt. Morgen früh packen wir das Auto. Da kommt alles rein. Ich habe ja so meine Struktur im Kopf und alles durchdacht, wie das geht. Und dann fahren wir dahin. Gerade habe ich ausgerechnet, wann müssen wir los, dass wir es bis da und dahin schaffen. Morgen von 15 bis 18 Uhr ist Aufbau. Nach dem Aufbau fahren wir zum Laurenz und der Familie. Da übernachten wir. Da freue ich mich einfach auch, weil ich weiß, da komme ich runter morgen Abend und kann dann nochmal die Füße hochlegen. Ich habe ganz dicke Knöchel jetzt schon wieder. Aber es ist so eine innere Anspannung und so eine Ungewissheit und eine riesengroße Freude. Also wir werden den Stand haben in der Halle, wo ihr auch was zu essen kriegt und wo ihr sitzen könnt. Das finde ich toll. Und wahrscheinlich ist es so, dass eine Freundin und der Jürgen am Samstag und die Beate, die kennt ihr ja schon aus den Bildern, die Beate und ich, Ramin Jürgen, am Sonntag sind und vermutlich werde ich vor dem Stand stehen, weil wenn ihr dann kommt und mich auch begrüßen wollt, ist ja doof, wenn ich hinterm Stand stehe. Ja, wir werden sehen. Die Nonna, ich zeige es euch jetzt nicht, sie hängt da hinten auf der Püppi, aber der zweite Ärmel ist fertig gestrickt. Oh juhu! Aber ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ich habe das Bündle mit der gleichen Nadel gestrickt wie das vom ersten Ärmel. Aber es ist ein bisschen länger oder breiter oder ich habe keine Ahnung. Also es ist nicht so perfekt, wie ich das immer perfektionistisch haben will, aber damit muss ich jetzt leben. Der zweite Ärmel ist noch nicht. Wundert euch nicht, ich mache gerade hier einen Bobbel ab. Ich zeige es euch schön. So kommt er dann vom Wickler. Dann muss da noch die Banderole rum und alles drum und dran. Genau, also der Ärmel ist gestrickt. Er ist auch mit I-Cord abgekettet, also mit dem Pferdezügel. Ich habe ihn ja offen gestrickt. Er ist noch nicht zusammengefügt. Ich habe keine Zeit gehabt. Ich sitze seit Gründonnerstag ununterbrochen. Über Ostern, das Tolle war über Ostern, dass Jürgen den Wickler runtergestellt hat auf die Terrasse, sodass ich wenigstens ein bisschen in der Sonne sitzen konnte. Ich bin ein bisschen braun worden. Ich weiß, dass man es nicht sieht, aber ich bilde es mir ein. Es gibt ein gutes Gefühl. Und habe so über ganz Ostern, weil ich diese Woche arbeiten musste. Und deshalb war dann halt Ostern Eier wickeln, nicht Eier suchen. Aber alles gut, es war schönes Wetter, alles gut. Und jetzt steht hier im Wohnzimmer, hier sieht es aus, wenn ihr das sehen würdet. Also
nicht unordentlich und so, aber wir haben jetzt halt alles, wir tragen das alles an einen Ort zusammen, was wir alles mitnehmen, damit man so einen Überblick hat. Wir haben schon Listen geschrieben, also Jürgen musste schreiben, weil ich hatte ja keine Zeit zum Schreiben, aber ich habe diktiert. Ich bin so ein Listenmensch. Listen geschrieben, was man noch besorgen muss, Listen geschrieben, was man alles einpacken muss, Listen, Listen, Listen. Aber das hilft mir, gedanklich mich zu sortieren, strukturieren, und es ist mein erstes großes Wollfest. Und ja, ich habe jetzt gesagt, der Traum wäre noch ein Wohnmobil, weil dann könnten wir dort vor Ort noch nächtigen, dann wäre es noch cooler. Wer weiß, vielleicht komme ich jetzt auf den Geschmack. Wichtige Info noch, ich bringe die Tasche mit von Thorsten Just Do It, und die kriegt auf dem Stand auch einen Platz, einen zentralen Platz. Und alle, die ihr Wimpel mitbringt für die Kugelstube, für die Anja, für den Strickrekord, ihr dürft die Wimpel einfach in die Tasche stecken. Ihr dürft sie mir geben, dann stecke ich sie in die Tasche. Es wäre doch cool, wenn die Tasche ziemlich gefüllt wird mit Wimpel. Das wäre so ein Traum. Genau, und alle, die mich hier sehen, die Ende Mai zu Kiel geholt kommen. Ich komme zu Kiel geholt. Ich habe eine völlige Macke, aber ich muss mir das einfach geben. Ich fahre mit der Beate zu Kiel geholt. Wir fahren morgens um 6 Uhr hier weg, sind dann bei Kiel geholt, den ganzen Tag auf der Messe, fahren dann nachts um kurz vor Mitternacht wieder zurück. Ich bin dann 4.44 Uhr, wenn alles gut geht, mit der Bahn in Stuttgart. Komm dann heim, trink Kaffee, dusche mich geschwind, und dann fahren wir ins Allgäu zur Kugelstube. Und das heißt, alle, die ihr aus dem Norden kommt, also Mitteldeutschland, für mich ist es ja Norden, alle, die ihr daher kommt, ihr dürft, gebt euren Freunden, die zu Kiel geholt kommen, gebt denen die Wimpel mit. Ich sammle die am 25. Mai bei Kiel geholt ein. An dem Samstag, 25. Mai. Genau. Und jetzt in Hohenlohe dürft ihr mir auch da die Wimpel geben. Die steckt man in die Tasche vom Thorsten. Das ist auch so ein Erkennungszeichen. Ja, was muss ich noch sagen? Ich freue mich unglaublich auf euch. Ich weiß, dass es für mich unglaublich anstrengend wird, so viele Leute. Das ist so gar nicht meine Welt. Aber ich freue mich unglaublich auf euch, auf jede Einzelne. Heute hat schon jemand angerufen, bringst du noch Bienenwachs mit? Bringst du noch einen Honig mit? Ich denke mir, ja, ich werde Bienenwachs. Ich habe ganz wenig nur noch. Ich habe jetzt einfach keins mehr machen können. Das reicht nicht. Und eine Gruppe hat angefragt, sie möchten so Frischhaltetücher machen, die aus Baumwolle, und haben 10 Stück bestellt. Die kriegen das jetzt einfach, weil sie es bestellt haben. Ich habe noch 5 Stück dabei. Jetzt weiß ich deinen Namen nicht mehr. Die Frau, die mich vorher angerufen hat, aus Nagold. So, gucken, du kriegst auf jeden Fall das Wachs, das du möchtest. Wir haben auch ein bisschen Honig dabei, den stellen wir so auch ein bisschen in die Wolle rein. Ja, aufgeregt. Bin so gespannt. Ich habe noch ein Schaf ausgehen gekriegt, das wird aufgebaut. Also ich habe so im Kopf meinen Wollstand, also wie das aussehen wird. Ich wache gerade, aber manchmal, ich träume nachts gerade vom Wickeln. Ich sehe nachts Wolle wickeln. Mir fällt auch gerade vorher schon mal ein, ich brauche nochmal eine Farbe. Ich bin ein bisschen Macke. Aber ich möchte euch einfach halt auch was Tolles anbieten. Messepreise sind ohne Mehrwertsteuer. Das sind einfach die Messeangebote. Und diese kleinen Minis sind immer 100 Gramm, 400 Meter. Das heißt, das ist genau so zu verwenden wie ein Strang Sockenwolle. Ihr könnt die für Tücher verwenden, ihr könnt die natürlich auch mit Alpaka-Seide auch, darf man machen, toll für Kleidung, zum Beispiel für eine Jacke oder für einen Pulli verwenden. Es ist Fingering-Stärke. Die mit Alpaka kosten 10, also 9,99. Die mit dem bunten Beilauffaden auch 9,99, und alle anderen. Alle anderen, die zum Teil miniert sind. Jetzt ich gucke, ob ich rankomme, ohne dass mir hier alles runterfällt. Also zum Beispiel so melierte oder auch welche, die dann so aussehen. Also so verschiedene
Macht das scharf? Scharf? Er will nicht. Die kosten alle 7 Euro 100 Gramm. Wie mein Farbverlaufsgarn sonst auch. Das ist einfach meine, für euch, auch für die, die einfach nicht hier viel zahlen können oder wollen. Ich denke, es hat alles seine Berechtigung und ich möchte das Segment bedienen. Und dann habe ich noch eine riesengroße Überraschung für euch. Und zwar, die Susanne von Farbenspielerei. Wir haben einen Deal. Und zwar hat sie mir, gestern haben wir es von der Postcode, ein riesengroßes Paket geschickt. Es ist wirklich groß, voll mit ihrer handgefärbten Wolle. Und da sind auch Fade-Pakete dabei. Also nicht Fake, sondern Fade. Also so Pakete, wo immer vier Stränge drin sind, die ihr für ein Fading-Projekt nehmen könnt. Und das gibt es bei mir am Stand auch. Also die Dinge, und Susanne wird am Samstag auch da sein. Also wenn ihr sie treffen wollt, am Samstag sind ganz viele auch aus dem Allgäu da. Ich glaube, die Jenny kommt, die Annette Nördnitz kommt, glaube ich. Die Anja von der Kunkelstube wird da sein. Wer wird noch kommen? Die Patricia von Patricia Patties Vollzeit wird da sein. Wer wird noch da sein? Ich weiß, dass die Annika wird da sein von Annika. Knitting Cats and Unicorns. Ich glaube, die Beate wird kommen von die Nadelschwäbin. Also ganz viele werden da sein. Es werden aber auch ganz viele Menschen da sein, die mir noch nicht kennen. Und auch auf die freue ich mich. Auf jede Einzelne, die ich treffe, oder jeden Einzelnen, freue ich mich sehr. Ja, genau. So viel als Ausblick. Mehr sage ich gar nicht. Ich habe noch ein Paket bekommen. Ach, da war was Wunderbares drin, Scooby-Doo-Bänder. Ich denke, was soll ich denn mit Scooby-Doo-Bändern? Und dann schreibt diejenige dazu, diese Scooby-Doo-Bänder lassen sich super verwenden, um Maschen stillzulegen für Ärmel. Ich zeige euch kurz den Zweig und was habe ich drin? Scooby-Doo-Bänder. Ich sage dir schon mal Danke. Ich mache nächste Woche ein Video, ein ausführliches, wo ich von Hohenlohe erzähle und einfach jedem, der mir jetzt noch was geschickt hat, auch ein richtiges, würdiges Dankeschön sag. Auch nochmal danke für alle Kommentare, aber das machen wir nächste Woche. Da gibt es einfach mal so ein Dankeschön-Video an euch. Genau. Und jetzt freue ich mich und ja, es soll kühl werden. Das heißt, super Wetter für Strickerinnen. Wir können uns gestrickten Sachen zeigen. Das ist doch klasse. Also, macht's gut. Habt eine gute Fahrt, eine gute Anreise. Fahrt vorsichtig. Dass euch nichts passiert und wir sehen uns in Hohenlohe. Ciao!